Mein Name ist Tom Seidel. Ich spreche heute mal ganz kurz über dieses Eclipse Marketplace Client-Projekt, was ja von der Eclipse Foundation selber ins Leben gerufen wurde. Gibt es irgendjemanden, der den Eclipse Marketplace Client noch nie benutzt hat? Also im Endeffekt ist das ein neues, also ein kleines Add-on zu den bestehenden Mechanismen, um in Eclipse halt Plugins zu installieren. Die Eclipse Foundation selber hostet dazu ein, ja, wie eine Art Webseite, wo man Plugins und deren Artefakte oder ganze Applikationen oder Plugin-Sets halt hinterlegen kann und dort um halt einen, sagen wir mal, relativ einfachen Weg bereitzustellen, neue Plugins halt über ein Frontend halt zu installieren. Und was ich. Also das ist jetzt einfach mal so ein Screenshot von der Website. Das Problem, oder warum es diesen Eclipse Marketplace eigentlich gibt, ist, dass ja, also wer halt relativ viel mit Eclipse als IDE halt zu tun hat oder vielleicht auch RCP-Applikationen schreibt, kennt vielleicht das Problem, dass die Update-Mechanismen von Eclipse, also diese ganze UI um jetzt neue Bundles zu installieren, halt relativ, ja, die sind halt schon nicht besonders benutzerfreundlich. Also vor allen Dingen das Problem, dass, das ist mehr ein technisches Problem, dass wenn ich jetzt einen bestimmten Satz von Features zur Verfügung stellen möchte, dieses Abhängigkeiten hat zu anderen Features. Also man hat da das ganz normale Problem, dass man Abhängigkeiten auflösen muss und das dem Benutzer halt zu visualisieren, also die Komplexität von so einer Installationsroutine halt dem Benutzer zu visualisieren, das haben die alten Tools eigentlich ja nicht besonders gut hinbekommen. Und gerade eben auch solche Sachen, dass man halt bestimmte Update, man musste jetzt Update-URLs in den Update-Manager eintragen, dass halt bestimmte Abhängigkeiten aufgelöst werden konnten. Dann bestimmt kennt jeder eben auch die kryptischen Fehlermeldungen, die kommen. Und deswegen bestand da schon ein relativ hoher Leidensdruck, um da was Besseres zu bauen. Und man hatte ja früher, hatte man ja diesen Update-Manager, dann wurde halt relativ schnell, so dass man war das, so 2008 war das, hat man ja mit Equinox P2 hat man ja versucht, diese ganze Update-Manager-Komponente abzulösen. Die liefen ja eine Zeit lang halt parallel. Und so im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren ungefähr hat halt dann die Eclipse Foundation gesagt, wir brauchen halt noch ein neues Instrument, um mal diese Installation von Eclipse Plugins halt einfacher zu machen. Das Problem ist, das hat der Ralf vorhin eigentlich nicht gesagt, dass die Eclipse Foundation von ihrer Organisation her überhaupt gar keine Entwickler stellt. Also die wollten halt, es ist ja so, dass wenn ich jetzt, also diese ganzen Projekte, die von der Eclipse Foundation gehostet werden, ja von irgendwelchen Firmen wie IBM, SAP oder Eclipse Source halt entwickelt werden und die Eclipse Foundation stellt dann nur die Infrastruktur und den Projektprozess. Und hier war aber das Problem, dass sagen wir mal, eine Premiere, dass man gesagt hat, okay, die Eclipse Foundation bezahlt halt irgendeine andere Firma, irgendwie ein Eclipse-Projekt fertigstellen zu können. Und das ist dieser Eclipse Marketplace. Das ist auf der einen Seite halt die Server-Komponente, die von der Eclipse Foundation selber halt entwickelt wurde. Und dann gibt es halt dieser Marketplace-Client, der seit 3.6 mit ausgeliefert wird, die Entwicklung wurde halt outgesourced. Das hat damals die Firma Tasktop gemacht, die eben auch unter anderem das Eclipse Mailin entwickelt hat. Und und zurzeit bin ich der Maintainer zusammen mit dem Projektleiter von dem Marketplace, das ist der Ian Scarrett. Das ist so der Marketing Director von der Eclipse Foundation. Und was ich heute mal zeigen möchte, ist einfach, wie man diese Marketplace-Client-Komponente in seine eigenen Eclipse-Produkte einbauen kann. Weil hier haben wir halt das Problem, also hier haben wir halt die Situation, wir haben einen Client und haben ein fertiges Serversystem.
Und für unsere eigenen Produkte oder für unsere eigenen RCP-basierten Applikationen, was wir vielleicht möchten, ist, wir möchten so einen eigenen Server bei uns ins Internet stellen und unsere eigenen Plugins zur Verfügung stellen. Und wir möchten dann diesen Marketplace-Client in unsere RCP mit integrieren und dann eben die volle Kontrolle halt über dieses Serversystem haben. Oder ein anderes Szenario wäre, dass ich für meine Benutzer, die halt meine IDE benutzen, neben diesem Marketplace-Client der Eclipse Foundation meinen eigenen Marketplace zur Verfügung stellen möchte. Wie das zum Beispiel Eclipse Source macht das doch, oder? Die haben doch so einen Jochos. Jochos genau. Macht das, genau. Genau. So einen eigenen Marketplace zur Verfügung stelle, mit dem ich eben auch so ein vorgefertigten Set an Plugins distributieren kann. So. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz nebeneinander gestellt, das ist das UI, das ist so das normale UI, um irgendwelche Applikationen neue Plugins zu installieren. Man sieht halt hier einen Baum und der ist halt relativ technisch. Wenn man jetzt so diese normale Standard-Webseite, also diese normale Update-URL aufruft, dann sind hier irgendwie 500 verschiedene Features, die man installieren kann, wovon halt die Hälfte total, also vom Namen her schon total kryptisch ist und man im Endeffekt gar nicht weiß, was man sich da überhaupt installiert. Und hier sieht man eben, dass es rein von der UI ist halt besser gelöst. Man hat halt einen kurzen Text, man hat halt eine Beschreibung und hat im Endeffekt einen einfachen Install-Button und dort werden schon diese einzelnen Feature-Gruppen zusammengeführt. Das heißt, mich interessiert ja auch gar nicht mehr, welche Features, also rein von der technischen Seite her, ich brauche, um eine bestimmte Funktionalität zu haben, sondern ich tue einfach eine bestimmte Lösung installieren. Ne? Der nächste Vorteil ist, dass wenn man sich diese Standarddistribution von Eclipse herunterlädt, es gibt da, um in diesem Katalog mit aufzutauchen, muss man halt ein Eclipse-Projekt sein und man muss halt an dem Release-Train mit teilnehmen. Ansonsten ist man standardmäßig halt nie in dieser Liste von installierbaren Plugins mit drin. Und hier hat man eben auch den Schritt gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir lassen auch Anbieter zu, die jetzt ihre alten kommerziellen Lösungen halt anbieten oder die jetzt kein Eclipse-Projekt sind. Und es wäre ja eigentlich schön, wenn ich jetzt diesen Dialog, also diese Funktionalität in mein eigenes Produkt einbauen könnte und ich in dieser Liste, die jetzt hier angezeigt wird, nur für mein Produkt gültige Erweiterungen installieren kann, mit der gleichen Funktionalität, die im Endeffekt über diese Komponente bereitgestellt wird. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich habe dafür ein eigenes Open-Source-Projekt im Endeffekt ins Leben gerufen, wo diese Server-Komponente halt zur Verfügung gestellt wird. Es ist halt so, rein von der Technik her, dieser Marketplace-Client ruft intern eine XML-Schnittstelle auf, die Inhalte transportiert und dann halt einfach anzeigt. Also von der Technik her relativ simpel. Und was man machen muss, um halt den Server zu bereitzustellen, ist im Endeffekt nur diese Definition, also dieses Interface halt zu implementieren. Und das habe ich halt beispielmäßig mal hier in diesem Projekt gemacht. Das ist ein einfaches WAR-File, was man sich runterladen kann. Und das starte ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe das mir als WAR runtergeladen, schalte das jetzt hier ganz normal im Tomcat. Und das ist im Endeffekt jetzt defaultmäßige Web-Oberfläche, die mit ausgeliefert wird. Das sieht jetzt relativ einfach aus, weil das soll ja auch nicht viel können. Ne? Es ist halt so, dass andere Firmen
diese Implementierung benutzen und natürlich dann diese Oberfläche, diese das ist nur eine einfache JSP, im Endeffekt auf ihr CI halt umstellen. Aber was man halt hier halt sieht, das ist eine Web-Oberfläche, das ist, wie gesagt, das ist genau diese Server-Implementierung, die diese XML-Schnittstelle implementiert und die jetzt zum Beispiel hier schon eine Solution, so nennt man das halt in dieser Marketplace-Sprache, halt schon registriert hat. Dort hat man halt verschiedene Möglichkeiten, man hat halt hier ein Bild, man hat halt einen Screenshot und hat halt hier noch verschiedene Metadaten. Das ist im Endeffekt genau das gleiche, was wir von der Webseite marketplace.eclipse.org halt kennen. Und was ich hier unten habe, ich habe halt noch ein paar Metriken, ne? Als Grafik. So, und um das jetzt in seine RCP einzubauen, muss man eigentlich nichts anderes machen, als in seine Plugin XML die Abhängigkeiten zu diesen MPC-Bundles halt herzustellen. Ja. Und hat dann im Endeffekt hier einen neuen Extension Point und kann hier so einen Marketplace-Katalog halt registrieren. Und dieser Marketplace-Katalog hat halt ganz normal, hat halt so ein Icon, so ein Label, der dann halt in der Maske halt, wenn mehrere Marketplaces halt verfügbar sind, angezeigt wird und hier so eine, Einstiegs-URL. Das ist eigentlich alles. Ne? Was man also wirklich noch hinzufügen muss, ist einfach zu seinem eigenen RCP-Produkt diese epp.mpc.core und UI-Plugins und ihre Abhängigkeiten muss man einfach mit distributieren und schon hat man, wenn ich das jetzt starte, ich habe es jetzt einfach mal gebaut und habe jetzt hier diesen Eintrag und wie gesagt, der geht jetzt hier auf das Localhost 8080 Marketplace und unten sieht man es dann auch und sieht dann im Endeffekt genau diese Lösung, die ich halt hier eingefügt habe. Und kann dann im Endeffekt, ich habe genau die gleichen Funktionalitäten, ich kann hier oben suchen, ich habe halt hier eine Art Kategorisierung und kann dann hier dieses Feature installieren und das ist so wie wir es halt kennen und dann müsste das, was dieses Feature macht, tut einfach nur jetzt hier, das ist dieses Feature, dieses Plugin mit diesem Feature und das macht einfach nur halt, hat das so eine Command Contribution, das ist halt alles. Also wie man halt sieht, alles was man machen muss in seinem RCP-Produkt, diesen Extension Point erstellen, dann muss man halt noch diese Command Contribution halt hier oben einfügen, dass man halt diesen Marketplace halt irgendwie starten kann und schon hat man die Möglichkeit dann halt seine eigenen Plugins über diese UI halt auszuliefern. Man sieht eben auch hier, dass es halt schon installiert ist. Man kann es jetzt sehen, das ist im Endeffekt genau die gleiche Funktionalität, die im Endeffekt dieser Standard Marketplace halt mit sich bringt. Das war es eigentlich auch schon. Wie kriegt man jetzt so ein Plugin in den Marketplace rein? Was muss man da machen? Also das macht man ja dann natürlich dann halt über die Web-Oberfläche. Also halt wie gesagt, ne, also dieses Webdesign hier, das ist ganz einfach. Ne? Das ist eine einfache JSP, also ich wollte es eben auch so einfach wie möglich halten. Ne? Also eine einfache JSP, da kann man sein eigenes CSS-Style dahinter legen und das dementsprechend auch dann ja, etwas zeitgemäßer aussehen lassen. Also es gibt halt so ein Admin-Interface. Ja, wo man halt hier diese Markets, man kann halt diese Kategorisierung halt anlegen. Hier kann man ja noch diese Plattform mit angeben. Also dieser Standard Marketplace Client kann unter Umständen auch filtern nach Plattformen. Das heißt, er listet jetzt nur die Lösung auf, die jetzt für Windows oder die für Linux im Endeffekt
ja, installierbar sind. Und genau, und jetzt kann man halt hier irgendwie ja, eine neue Solution halt hinzufügen und kann halt hier eben dann diese Sachen halt editieren. Also das ist halt wirklich ganz einfach gehalten. Ne? Das ist aber nicht vorgesehen, dass irgendwer Fremdes da. Nee, das ist halt ein geschützter Bereich im Endeffekt, den ich ja als Maintainer dieser Serverinstanz halt ja, pflege. Ja. Wie kannst du jetzt als, wie du gesagt hast, kommen da irgendwelche externen, die nicht beim Release Term dabei sind oder so, die Sachen einbringen in den richtigen Market, das nicht wieder macht? An den Tom schicken. Nee, also es ist halt einfach nur so, dass ich das. Ja gut, also wenn ich jetzt überhaupt nicht, also es muss natürlich schon so ein initiales Plugin muss natürlich von mir schon installiert werden können, ne? Wo ich dann diese Extension ja mit rein. Moment. Aber ich denke, das sind einfach zwei verschiedene Use Cases. Ja. Also entweder ich will das quasi in den Standard Marketplace von Eclipse reinstellen, dann habe ich auch bei eclipse.org so einen Client, wo ich auch genau die gleichen Angaben machen kann. Und der zweite Use Case ist ja, ich habe selber ein Produkt, was ich irgendwie firmenintern ausbringe, ja, und will aber dann natürlich nicht den, oder was heißt natürlich, aber vielleicht nicht den Eclipse Marketplace einblenden, sondern meinen Custom Marketplace, bei dem ich nur die BMW KIT Solutions einblende. Genau. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich der primäre Use Case. Und ein anderer Use Case, der damit rein zufällig so erschlagen wurde, war, weil ich bekomme halt öfters halt von Benutzern halt oder von irgendwelchen Firmen, die halt ihre Produkte halt auf marketplace.eclipse.org halt gelistet haben, halt, das lässt sich nie installieren. Also es gibt einfach keine Möglichkeit, auf diesem produktiven Marketplace von Eclipse halt irgendwas hochzuspielen, um zu gucken halt, um einfach zu testen. Ne? Und das kann man halt mit so einem Icon Marketplace eben auch relativ einfach halt umgehen, indem ich halt einfach so eine Applikation aufsetze und einfach über, also nicht über Routing oder sowas halt von dem Marketplace.eclipse.org auf meinen Localhost umleite und dann im Endeffekt so eine Installation halt durchtesten kann. Also auf der Webseite, die ich vorhin angegeben habe, da ist auch so eine All-in-One-Applikation mit drin. Also da ist halt das mit Jetty gebundelt, das muss ich bloß noch im Endeffekt ausführen und habe dann so einen lauffähigen Marketplace, wo ich einfach mal so was rein installieren kann. Und ja, jetzt erst. Unter welcher Lizenz steht das? Also EPL, das ist EPL. Auch das, was du auf Google Code hostest? Ja, ja. Wieso ist das eigentlich dann nicht einfach eingeflossen, dass es bei Eclipse.org gehostet wird? Ja, weil das halt, ja, also du weißt ja selber, wie schwierig das ist. Ja. Also das ist halt eben auch so, wir benutzen, also da ist halt eine Datenbank dahinter, ne, was ja halt die Sache halt schon mal wieder schwierig macht, dann ist es halt irgendwie MySQL, also was ist halt mit Hibernate gemacht, was im Moment halt sowieso etwas schwierig ist, weil ja die Hibernate-Lizenzen irgendwie nie richtig EPL kommen. Also ich, ja, ist kompliziert. Okay. Ja, ich hätte für uns einen anderen Use Case. Wir machen ein eigenes Produkt, eine RCP-Anwendung, und ich würde gerne Kunden bei uns gehostet an Marketplace zur Verfügung stellen. Also sprich, irgendein Kunde oder irgendeine Firma unsere Produkte kauft und möchte jetzt weitere Bestandteile installieren und dazu diesen Marketplace zur Verfügung stellen. Also eingeben, das wäre sehr kundenfreundlich an der Stelle. Jetzt hat das Ding aber keine Authentifizierung zum Beispiel. Das steht ja so dann öffentlich im Internet für jeden, der die Google kennt. Oder? Ja, erstmal schon. Sieht das Protokoll, also ich habe mich vor einem Jahr oder so mit dem Marketplace beschäftigt und da keine Protokollschreck oder irgendwas im Detail gefunden, aber auch jetzt nicht so tief gesucht. Sieht das irgendwas vor in der Form, dass ich mich absichern kann oder zum Beispiel auch weiß, wer hat mein Produkt runtergeladen oder irgendwelche Auswertungen drauf haben kann? Also generell ist es ja mal so, dass es wäre eine normale HTTP-Anfrage gequeried. Das heißt, man hat dann natürlich die ganz normalen Wege, auf dem Serversystem im Endeffekt da Statistiken zu fahren. Wie oft wurde es runtergeladen, wie oft wurde es angeklickt, was eben auch mitkommt, so Nutzungsstatistiken halt von welche Produkt-ID, also hat der das aufruft, in welcher Version, welche Sprache und so weiter und so fort. Diese Statistiken kommen noch mit, aber für eine reine Authentifizierung gibt es im Moment halt einfach keinen Use Case. Also das ist halt, das ist also schon, aber in diesem Eclipse-Umfeld
für das es ja eigentlich entwickelt wurde, gibt es das einfach nicht. Es soll einfach ein freier Marketplace sein. Es ist aber, wie gesagt, wenn du an, wenn du bei Bugzilla einen Eintrag stellst, dann können wir darüber gerne darüber diskutieren. Es ist halt immer so die Frage, eben dadurch, dass halt keine Firma dahinter steht, sondern dass es halt von der Eclipse Foundation halt ja, betrieben wird, ist es halt auch eine Frage halt, wie das dann richtig. Oder du kaufst die Oxos. Selber machen und contributen. Genau, oder? Also wie gesagt, es gibt ja auch von Jochowski, es gibt ja auch dann die von Gino iTech gibt es ja auch verschiedene Distributionsmöglichkeiten, die dann halt solche Sachen wie Authentifizierung. Okay. Gut, danke. Wie sieht jetzt diese Solutions technisch aus? Die sind dann wieder so ein Set von Features, oder? Das ist ein Set von Features. Also genau, also ich im Endeffekt halt Features exportieren als ganz normale Update-Zeit oder halt in meinem Bild, je nachdem wie ich das halt machen möchte, und gebe dann dort in meiner Solution muss ich dann eine Liste, also das können eins oder das können eben auch mehrere Features sein, die dann auf einmal installiert werden. Auch aus unterschiedlichen Versionen, also Update-Zeit? Ja. Also das wird dann im Endeffekt, das ist halt dann der Riesenvorteil, man muss halt nie immer erst diese 5 Update-URLs, die hat benötigt man, um die Abhängigkeiten aufzulösen, halt importieren, sondern das macht im Endeffekt der Client selber. Okay.